Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Cuphead. Wir hatten in der letzten Folge den Drachen versucht. Wir sind doch echt weit gekommen. Ich war einmal kurz vom Ende, vom Level, aber ich glaube, es hat nicht geschafft. Welch ein Wunder. So. Jetzt machen wir es aber einfach besser. Wir waren jetzt gerade nur hinten wegen dem Schwanz. Oh, das war... Nein! Ach Mann, oh Kacke! Oh. Ach Mann. Ah, Mann, diese scheiß Flammen. Ich will eigentlich nicht fluchen, so wirklich. Aber die Flammen sind halt echt dumm. Die sind unberechenbar. Ich glaube, ich hatte es nur in einem Lauf, dass die wirklich berechenbar waren. Okay, jetzt kommt jetzt von oben. Wenn nur eine Wolke ist, was soll man dann machen? Oh Gott. Also klar, ein bisschen RNG gehört irgendwo auch dazu, leider. Ah, kann nichts machen. Das meine ich! Die fliehen... Also... Warum zur Hölle springt diese Flamme so weit nach oben, wenn ich gar nicht da war? So, ich mache jetzt einfach wieder so wie vorher, ohne groß nachzudenken. Egal. So, weißt du, jetzt mache ich das hier einfach. Bam! Mache ich ja eigentlich sonst nie sofort diese Super, aber... Nein, wieso gehst du denn runter, Cuphead? Und warum will jetzt mein Fernseher schon wieder ausgehen? Mann, ich verstehe das alles nicht. Mein Gott. So. Schön, dass ich noch gar nicht treffe von mir. Ganz in Ruhe, ganz entspannt. Zwei AP haben wir noch. Wie soll denn was war? Hä? Jetzt mal ehrlich, ich war auf der unteren Wolke. Wo soll ich denn da hinspringen? Oh, da krieg ich schon wieder hier, ey. Es macht einfach keinen Spaß. Wenn es einfach so, eigentlich super einfach ist. Es ist nicht schwer. Außer der zweite Part, der ist ein bisschen RNG mit den Flammen.
darf ich nicht verlieren. Oh mein Gott, war das knapp. Ah! Mann! Mir hat jemand in den Kommentaren mal geschrieben, ich glaube unter Cuphead Folge 3, dass es ja schön ist, dass ich mich nicht so schnell aufrege, so schnell salty werde. Das ist hier so ein Boss, diese Flammen regen einen einfach nur auf. Diese Flammen sind das Einzige, was mich wirklich aufregt. Alles andere, da bin ich selber schuld. Aber die Flammen sind so RNG gefühlt. Ich weiß auch nicht. Und vor allem, wenn der Boss schon down ist, dass man dann noch Schaden kriegen kann, weil eine Flamme sich dann denkt, oh, ich spring doch nochmal hoch. Die Phase ist... Da war keine Wolke. Also dieser Speedrun, der hat einen an der Klatsche. Sorry, aber der ist nicht mehr ganz zu retten. Der hat nichts anderes zu tun, außer zu hoffen, dass es wirklich ein RNG-freier Run wird. Das ist ja einfach der Fall. Manche Wolken sind so schlimm platziert. Ja, jetzt musste ich mit dem kuscheln. Kann ich gleich aufgeben. Kann ich gleich aufgeben. Jetzt kommt eh wieder die RNG-Flamme. Warum zum Teufel geht denn Cuphead da runter? Kann man das irgendwie ausstellen? Ich will nicht, dass der da runter geht. Gefühlt war ich im letzten Part doch einfach besser, ne? Darf mir jetzt nicht mehr so viel aufregen. Das war sauber. Das war richtig, richtig gut. Das war sehr gut. Das war sehr gut. Jetzt komme ich wieder nicht weg, ey. Dass man da nicht kurz unverwundbar ist nach dem Angriff, ist halt auch eigentlich eine Frechheit. Ja, er wusste es! Also der Boss ist der schwerste bisher. Der ist einfach der schwerste Boss. Ich schaff den nicht. Die einzige Möglichkeit, wenn ich den jetzt nicht schaffe, gegen Ende, ist nochmal auf leicht. Aber ich möchte ungern auf leicht spielen. Man spielt ein Spiel nicht auf leicht. Das macht man nicht. Ja, ich wusste es, Mann. Ja, genau. Nee, komm. Nein, ich hab keinen.
Ich habe einfach auf Normalversuchen gemacht. Ach man, ich habe keine Lust mehr. Oh, der ist so schlimm, der Boss. Der ist so unglaublich nervig. Das ist nicht der schwer. Am Anfang habe ich, glaube ich, sogar noch gesagt, ach, so schwer ist der ja gar nicht. Doch, er ist schwer. Er ist scheiße schwer. Und das ist schon wieder keine Wolke. Guckt es euch an. Guckt euch das an. Guckt euch an, wo ist hier eine Wolke? Außer jetzt hier. Das kannst du keinem erzählen, dass die Wolken komplett random sind. Wenn die Angriffe random sind, okay, cool. Aber doch nicht die Wolken, Mann. Ich hab keinen Bock. Ich habe ja keine Lust, durch ein random Level zu gewinnen. Der Anfang ist immer gleich, aber... Oh, scheiße. Ja, das war meine Schuld. Das war dumm. Hä? Ich werde jetzt immer schlechter. So langsam habe ich, glaube ich, die Hoffnung verloren. In Cuphead. Uncool. Ich meine, es gab ja damals auch Let's Player, die haben nur... Oh. Boah, jetzt kommt zwei. Ach, das ist auch ja so. Ja, die haben den teilweise halt in der Folge gezeigt und dann nur den Win hochgeladen, wie sie gewonnen haben gegen den. Das will ich ja eben nicht machen. Hä? Ich sag einfach gar nichts mehr. Vielleicht ist das auch mal ganz gut so. Ja, ich weiß, das war jetzt gerade ein bisschen doof von mir. Aber so jetzt. Oh, da habe ich falsch geguckt. Mittlerweile sind die Flammen auch gar nicht mal RNG. Außer, dass die natürlich genau wissen, wie hoch ich springe. Das ist halt wirklich so. Jawollo. Das Ding ist, ich will halt die Sachen schnell hinter mir haben, damit ich den hier mal ein bisschen mehr studieren kann. Nein, ich sehe doch nichts!
Das war knapp. Ah, ich brauch die Ulti. Das war gut. Mach mal eine andere Taktik. Ich mach den mal hier ganz in Ruhe. Auf ganz entspannt. Na, guck, so geht's doch. Wenn er sein Feuer macht, auf ganz entspannter Basis. Nein, das war so... Oh, das war schlecht gesprungen von mir. Oh nein. Nice, 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 nice. Zwei Leben. Oh, das war knapp. Oh, verdammt. Nein, das war dumm. Ich hab nicht gesehen, dass der Feuer macht. Ah, Kacke. Gibt's doch gar nicht. Wo kam jetzt der Schwanz her? Der war doch gar nicht da. Mit 2 HP. Oh Gott. Wisst ihr, was ich meine, wenn die Flammen wirklich so hoch springen, obwohl du gar nicht auf dieser Höhe warst, weil das Spiel einfach weiß, dass du sowieso springen wirst. Das ist so ekelhaft. Ihr müsst mal unter der Folge schreiben, dass wir die letzte, die ich jetzt erstmal aufnehme, dann. Ach Mann, ey Gott. Müssen wir unter der Folge schreiben, ob ihr das auch so haben wollt, wenn ich lange einen Boss nicht schaffe. 1 bis 2 Folgen lang, dass ich dann nur den Win mache oder... Oh! Ach komm, der kann man jetzt schon wieder vergessen, ey. Scheiße, wirklich. Jetzt kommt wieder diese Kacke. Das macht Schaden, der scheiß Hut.
Ja, natürlich treffe ich ihn nicht. Ha! Was soll ich da schon wieder machen? Nee, komm. Gut. Gut, das war's mit der Folge. Keinerlei Fortschritt. Richtig gut. Das wird jetzt erstmal die letzte Folge, die ich aufgenommen habe. Ja. Soll ich jetzt noch den, Try hochladen von dem Boss, wo ich es dann geschafft habe? Dann hinterher? Das mache ich jetzt nicht in der Folge, das mache ich dann in der nächsten. Oder wollt ihr komplett alles dann ungeschnitten sehen, so wie jetzt auch? Das würde mich mal interessieren. Haut rein, bis zum nächsten Video und tschüss.